Herzlich willkommen zum Satsang, erstes Satsang, Shiva Satsang 2024. Namaste, Om Shanti, Om Namah Shivaya. Ja, schön, dass auch noch zwei Mals dabei sind, die ich noch nicht kenne. Nimm an, sind Mals, oder? Herzlich willkommen. Ja, es war jetzt eine schöne Zeit gewesen. Weihnachten, die Feier von Christi Geburt, das Fest von Frieden und Liebe. Obwohl das, glaube ich, die meisten Menschen gar nicht mehr so auf dem Schirm haben, dass es eigentlich darum geht, dass Jesus da geboren wurde. Wahrscheinlich der größte Avatar, der hier auf der Erde gelandet ist, außer Babaji, der sich dann auch noch entwickelt hat in diesem Leben. War ja zum Beispiel auch 17 Jahre in Indien und 9 Jahre bei Babaji. Und hat sich so entwickelt, dass er dann irgendwann erkannt, oder es war dann auch verwirklicht, der Vater und ich sind eins. Es war also, würde ich jetzt mal sagen, für uns der Erste, der diesen Trennungsgraben im Geiste überwunden hat. Und irgendwie ist es für uns auch eine Einladung. Wobei es ziemlich schwierig ist, also es gibt ja viele Wege zu Gott und alle Wege führen irgendwann auch dahin und irgendwann kommt auch jeder zu Hause an. Aber es hat so seine Schwierigkeiten, sich wieder mit Gott zu verbinden, weil da durch diesen Trennungsgedanken diese Urschuld entstanden ist, die natürlich nicht wirklich ist, aber in unserem System liegt. Und diese Urschuld, dieses Schuldgefühl, was in jedem liegt, das erzeugt Angst. Wir sind uns dessen meistens nicht bewusst. Wir projizieren das nach außen auf die Welt. Den Partner, auf die Politiker, auf die Chefs, die Nachbarn und auch mal auf das eigene, auf die eigene Person. Und diese Angst, die macht es eben schwer, uns wieder mit Gott zu verbinden. Und deswegen ist der Vorschlag von Jesus, sich erstmal mit ihm zu verbinden. Weil er hat das ja schon hingekriegt. Ist wie eine Abkürzung. Also im Kurs in Wundern habe ich das sehr oft gelesen. Verbinde dich mit mir. Das macht es dann eben leichter. Und in der christlichen Welt ist ja der Glaube, soweit ich mich erinnere, ich war da mal auch mal ein bisschen drin gewesen, vorübergehend vor einigen Jahren. In der christlichen Welt ist ja der Glaube, dass Jesus irgendwann wiederkommt. Und also so wie ich das jetzt erkenne, es ist eigentlich so gemeint, dass Jesus in uns wiederkommen soll, in uns sozusagen auferstehen soll. Im Kurs in Wundern heißt es auch immer, klammere dich nicht an das alte raue Kreuz, sondern schließe dich meine Auferstehung an.
Also die Einladung ist da, dass wir uns mit Jesus verbinden und dass wir erlauben, dass er sich mit uns verbindet und in uns durch diese Vereinigung, die stattfinden kann, quasi wieder hier sein kann. Das ist natürlich eine ziemlich starke Einladung. Und das ist natürlich für jemanden, der vom Erwachen gar nichts weiß. Also weiß ich nicht, ob das überhaupt möglich ist. Es wäre schon gut, erstmal zumindest mal gelegentlich ins Erwachen einzuschnuppern. Das heißt, zu verstehen, dass wir nicht die Person sind, nicht das Vergängliche sind, nicht das Getrennte sind, sondern dass wir etwas sind, was ewig ist, was ungetrennt ist, ohne Anfang, ohne Ende und was in Wirklichkeit auch Teil von Gott ist, also als Schöpfung Gottes Teil von Gott. Zumindest da schon mal reingeschnuppert hat, ah ja, ich bin ja ewig, ich bin ja unvergänglich, ich bin ja gar nicht die Person, die hier zwangsläufig auch immer wieder Fehler macht, weil das ist in der Dualität so, das lässt sich nicht umgehen. Ich bin nicht die Person, die Schuld projiziert und sich auch schuldig fühlt, immer wieder mal. Ich bin nicht die Person, die Angst hat. Weil das Angst auftaucht, das lässt sich gar nicht verhindern. Aber mitzukriegen, ich bin das ja gar nicht. Die darf sogar auftauchen, wenn ich es nicht bin. Weil in Wirklichkeit ist so, wir schauen den Traum nur an, wir schauen nur zu. Das, was wir wirklich sind. Und der Zuschauer, das Selbst ist am gleichen Platz. Das sind zwei verschiedene Ebenen. Die Ebene der Zeit und ewig und die Ebene der Zeitlosigkeit. Das ist eigentlich die Ewigkeit, die Zeitlosigkeit. Wir schauen nur zu. Also erstmal mitzukriegen, ja, ich bin ja gar nicht das, was das Gefühl hat, nicht würdig zu sein. Das ist ja das, was wir auch beigebracht kriegen. Ich kann mich noch erinnern, früher als Kind in der Kirche, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Ja, solche Sachen kriegen wir auch beigebracht. Diese Sünde, das gibt es ja in allen Religionen. Alle Menschen fühlen sich sündig und bitten da um Erlösung. Aber das ist ja gar nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist ja lediglich, dass wir eingeschlafen sind und diesen Traum der Trennung träumen. In Wirklichkeit sind wir alle immer unschuldig und frei. Und dieses Unschuldige, wenn wir das erkennen, da ist dann die Bereitschaft leichter, also kann dann leichter da sein, sich wieder zu verbinden mit Gott oder dem Göttlichen, beziehungsweise mit Jesus. Das geht leichter. Das passiert aber im Geist, da hat die Person keinen Einfluss drauf. Aber was hier möglich ist, ist auf jeden Fall immer wieder durch Meditation oder Satsang zu erleben, ah, ich bin nicht die Person. Ich bin zum Beispiel Weite oder Stille. Ich bin ewig, ich bin unberührt vom Traum und so. Und was auch möglich ist, ist die Hinwendung des Herzens nach innen und die Hinwendung des Herzens zu Gott hin. Und wer den Kurs in Wundern kennt, kann auch die Hinwendung des Herzens zu Jesus hin. Ja, Jesus sagt, verbinde dich mit mir, also ist es auch möglich. Dann kann ich da ein kleines Ja des Herzens, ein inneres Nicken entwickeln. Ja, da bin ich bereit zu. Das darf geschehen. Und irgendwann fängt es dann auch an. Das fängt natürlich erstmal ganz unmerklich an. Und irgendwann kann man es auch mitkriegen. Also hier ist es jetzt so, dass es deutlich mitgekriegt wird, dass dann also im Geist und im Herzen eine Einswerdung mit Jesus stattfindet. Und das macht es dann für alle anderen auch ein Stückchen leichter, weil wir ja alle miteinander verbunden sind. Alles, was jedes Erwachen, was irgendjemand geschieht, haben alle irgendwo auch was davon.
großen Wundern heißt es sogar, jede kleinste Äußerung der Liebe von egal wem, egal wo, kommt bei dir an. Eben weil wir alle verbunden sind und wir sogar eins sind, da gibt es nur noch diese kleine Fragmentierung. Aber das Einssein ist ja trotzdem da. Und die Einladung ist, ist eine Doppeleinladung sogar heute, weil es erste Satzung im Jahr 22, 24 ist. Zum einen öffne dich dafür, dass du nicht die Person bist. Lass es los und irgendwie den Schritt in die Wirklichkeit mitkriegst, beziehungsweise das Erwachen in der Wirklichkeit, dass die Augen auf ist. Ah, okay, stimmt. Fühlt sich ja hier ganz anders an. Und oder auch die Erlaubnis, Jesus im eigenen Herzen zu spüren oder Gott im eigenen Herzen zu spüren. Ich gebe euch die Erlaubnis schon mal. Ist gut, wenn ihr sie euch selber auch noch gibt. Und das wirkliche Erwachen, das ist der Weg nach Hause. Das geschieht im Geist und das ist die Wiedervereinigung mit Gott. Und es spiegelt sich dann hier im Traum natürlich. Und dazu muss auch gar nichts sterben, übrigens, weil alles, was jemals sterben könnte, befindet sich im Traum und ist sowieso, somit sowieso nur eine Illusion. Illusionen müssen nicht sterben. Es reicht völlig zu erkennen, ja, das ist eine Illusion. Zum Beispiel dieses Ego-Ich. Und es muss auch nicht verschwinden, dann reicht es einfach nicht, daran anzuhaften. Also mich gar nicht nach diesem Ego-Ich zu richten, sondern auf die innere Stimme zu hören, die für Gott spricht. Da muss gar nichts Dramatisches passieren. Das ist ganz leicht. Das ist deshalb ganz leicht, weil wir so, sowieso schon immer die Wirklichkeit sind und Gott nie wirklich verlassen haben, träumen das nur. Also im Traum muss gar nichts groß passieren. Auch nur das kleine Ja des Herzens, alles, was im Traum ist, loszulassen, das heißt, sich nicht damit zu identifizieren. Wegwerfen brauchen wir auch nichts. Also den Körper brauche ich auch nicht wegwerfen. Noch nicht mal dieses persönliche Ich. Es wird ja auch noch gebraucht. Ist alles okay, darf alles da sein. Aber ich bin es nicht, das ist klar. Ich bin die Unendlichkeit, die unendliche Liebe, der unendliche Frieden, die unendliche Stille, bedingungslose Liebe. Und das bist du auch, jeder ist das. Fühle ich eingeladen, eins mit Gott zu sein oder eins mit Jesus zu sein.
Na gut. Das Sprechen stört die Stille nicht, stört den Frieden nicht. Dann kann ich auch mal lesen, was hier jetzt im Chat steht. Bei Shiva ist viel Widerstand gegen körperliche Anspannung und Unfähigkeit, damit in Frieden zu sein. Hast du einen Impuls dazu? Danke. Es ist so, dass dieser Widerstand bzw. die Unfähigkeit, damit in Frieden zu sein, dass das auch im Raum ist. Ist also Teil, gehört zur Person. Und gut, ich könnte jetzt sagen, lass das los, aber das macht auch keinen Sinn, weil dann könntest du es ja, hättest du es ja schon losgelassen. Deswegen wählen wir die Abkürzung. Die Abkürzung ist, du bist ja gar nicht die Person. Du bist ja gar nicht die Person, die da jetzt nicht in Frieden sein kann. Weil letztlich ist es so, die Person wird niemals durchgängig in Frieden sein können in dieser Welt und die lebt ja nun mal in dieser Welt. Weil es die Dualität ist und da gibt es immer Licht und Schatten, Freude und Leid. Und weil es so ist, ist es viel besser, das so zu akzeptieren, wie es jetzt gerade ist. Okay, jetzt ist da körperliche Anspannung, jetzt ist da Widerstand dagegen, jetzt ist die Unfähigkeit, damit in Frieden zu sein. Okay, das ist jetzt hier, das ist okay, kann jetzt hier sein, das ist ja das, was im Traum erscheint. Das Loslassen ist, lass den Glauben los, dass du die Person bist, der es so geht. Lass die Person selbst los. Akzeptiere, dass es nur Erscheinung ist, nur Traum. Und du bist aber jenseits des Traums, du bist in der Wirklichkeit und selbst die Wirklichkeit. Im gleichen Platz, aber nicht auf der gleichen Ebene. Eines wirklich anderes geträumt. Also lass den Glauben los, lass die Person einfach los, du bist sie nicht. Dann kann in der Person sogar immer noch Unfrieden sein, aber du bist auf jeden Fall in Frieden. Frieden, der nicht von dieser Welt ist. Weil in der Wirklichkeit ist nichts anderes möglich. Da ist immer Frieden. Und am besten ist die Praxis. Überprüfe es jetzt, was ich dir vorschlage. Und schau, wie es ist. Und natürlich kann das jeder mitvollziehen, gerade. Das ist die Einladung für jeden. Lass die Idee los, du bist die Person. Und schau, wie das ist, was immer, immer gleich ist, immer hier ist. Schau, ob dich das stört, was da mit der Person gerade ist. Oder ob du unberührt davon bist. Und die Einladung vom Anfang.
ist die ganze Zeit da. Das kleine Ja des Herzens, die Öffnung für Gott oder Jesus in euch zu spüren. Eins zu sein. Ah, Dorota hat geschrieben. Wie passt das, was du erzählst, mit innerer Kindarbeit zusammen? Ist innere Kindarbeit Ich-Arbeit? Ja. In der Kindarbeit ist Ich-Arbeit, aber das ist jetzt kein Urteil darüber. Weil wenn in der Kindarbeit dran ist, ist es das, was dran ist. Es ist das, was Liebe und Selbstliebe ist. Also im Traum geschieht hier auch ein Entwicklungsprozess. Und da ist vieles gefragt. Da muss man mal gucken, was ist jetzt dran. Und wenn die innere Stimme sagt, mach jetzt innere Kindarbeit, oder der Impuls dazu kommt, oder es dich irgendwie so hinführt, dann ist es das, was Gottes Wille ist für dich, was das Beste ist, was jetzt gerade sein kann. Also Gottes Wille ist immer dein vollkommenes Glück. Und das ist im Grunde dann auch eine Hinwendung zu Gott. Einfach das zu tun, was da kommt von dieser inneren Stimme, also von Gott im Grunde, ja. Zu sagen, ja, okay, das führt mich dahin. Das mache ich jetzt und bin ich bereit. Das ist heilsam. Das ist auch gleichzeitig eine Hinwendung zu Gott. Also ist vollkommen okay. Irgendwas geschieht im Traum ja sowieso. Gibt es immer irgendwas zu tun? Ist Entwicklungsarbeit nötig? Und da gibt es viele Prozesse und viel Lernen. Also auch sogar nach dem Erwachen. Bin ja vor 12 Jahren erwacht. Trotzdem geschieht die ganze Zeit immer wieder geschehen Lernprozesse, kommen immer wieder Themen, die geklärt werden. Es passiert ja alles im Traum. Also alles voll okay. Nur jetzt gerade ist die Einladung und auch natürlich die Gelegenheit mitzukriegen. Ah, ich bin ja gar nicht die, die die innere Kindarbeit macht. Es ist ja gut, dass sie geschieht, darf ja sein. Aber ich bin ja gar nicht die. Das, was ich bin, braucht gar nichts. So, dass du dir selbst die Möglichkeit eröffnest, die Illusion loszulassen und den Schritt in die Wirklichkeit. Den Schritt in die Wirklichkeit ist eigentlich so ein Erwachen. Kann man sagen, so ein Augen aufmachen oder ein Mitkriegen, ja, ich bin nicht das, ich bin nicht die Illusion, ich bin die Wirklichkeit. Und dadurch ist es dann auch so. Die Einladung ist hier im Satsang da. Aber schön, dass du fragst, danke für die Frage, weil so können wir auch drüber reden. Also ist nichts falsch dran. Ah, noch eine Frage? Trink nochmal einen Schluck. Narasimha? Nee, Narasimha heißt es ja, stimmt. Habe ich ja neulich schon mal gelernt. Der Frieden ohne Gegenteil erscheint sehr erstrebenswert und gleichzeitig unerreichbar.
Ja, es ist in Wirklichkeit so, die Person kann den nicht erreichen. Weil was mit der Person? Die Person ist ja in der Welt, ist die Dualität, da gibt es immer von allem, immer ein Gegenteil. Ist immer da, auch wenn es sich gerade nicht zeigt. Also der Frieden ohne Gegenteil, den gibt es nicht in der Welt, der ist auch nicht erreichbar. Nur wenn du akzeptierst, dass du nicht die Person bist, diesen Glauben an die Person loslässt und dadurch für einen Augenblick erwachst und mitkriegst, ah, ich bin ja, ich bin das ja gar nicht, ich bin ja hier was ganz anderes. Da ist der Frieden, der braucht gar nicht erreicht werden, der ist immer da. Er kann auch nie weg sein, weil er kein Gegenteil hat. Da ist immer Frieden, da fehlt nichts. Da ist nichts falsch. Und nicht mal irgendwas im Traum ist falsch, weil es gibt kein Urteil über den Traum. Der wird nur wohlwollend, liebevoll angeschaut. Alles ist okay. So, dass der Frieden da immer bleibt. Er ist immer da. Also, man kann ihn nicht erreichen, weil er schon immer da ist. Und im Traum kannst du ihn nicht erreichen, weil er jenseits des Traums ist. Kannst nur dann. Wenn du wach bist und bist die Wirklichkeit, dann kann sich der Frieden der Wirklichkeit, die du bist, der kann sich dann auch mal im Traum spiegeln, sodass die Person dann auch Frieden fühlt. Das kommt schon öfters vor. Aber es ist natürlich gleichzeitig klar, dass da ein Gegenteil gibt, nämlich dass er wieder irgendwann aufhört. Weil er ist ja gekommen und alles, was kommt, geht auch irgendwann. Das Simha, Mensch Löwe, ja, hatten wir schon mal drüber gesprochen. Es hat nur, irgendwie hat sich das nach Shimya so eingeprägt bei mir. Sorry. Hey, Yvonne, wie geht's? Ja, gut. Warte. Schön. Ja, nicht viel zu erzählen. Wie fühlt sich dein Herz an? Gut. Ah, schön. Ja, Halleluja. Es ist gerade friedlich, so sag ich mal. Na, schön. Mir fällt ein Satz von früher ein. Ich glaube, ich habe gar kein Herz. Weiß noch. Schon eine Weile. Ja, weil ich kann das aber auch nicht so verorten. Also ich würde sagen, das Herz ist überall so. Aha. Das ist überall so ganz. Ich kann nicht Okay. sagen, hier so ist nur ein Herz. Naja, doch, also so ein bisschen schon auch, aber Ja, ist eben grenzenlos. ja. Wunderschön. Ja. Da ist noch eine Frage im Chat jetzt. Ich kopiere die mal, oder?
Kannst du machen, ja. Ja, ich habe jetzt auch nicht so viel. Also, ich glaube, heute Morgen oder gestern Morgen war das. Ist nun Friede so, vibriert so vor sich hin, sondern ist ziemlich stark. Und dann war irgendwas, wo ich gemerkt habe, da will ich mich jetzt drüber aufregen. So, da will jetzt was mich aufregen. Ich weiß aber auch nicht mehr, was das genau war. Dann habe ich gemerkt, dass das hier unten irgendwie viel stärker war. So, und dann war so, ja komm, also bleib doch da. Also irgendwie. Ja, sehr gut. Aber weil das gerade so stark ist und ich weiß, dass es auch wieder abnehmen kann oder auch wahrscheinlich auch wird, und dann ist es wieder schwieriger. Ja, aber trotzdem ist es ganz wunderbar, weil du hast es mitgekriegt, okay, da ist dieses Ich, das will gerne sich jetzt aufregen, Ja. aber der Frieden ist da. Ja, und das ist attraktiver, dieser Frieden, wenn er so stark ist gerade. Genau. Und du hast dich dafür entschieden, also sage ich jetzt mal nicht dem Ego nachzugeben, sondern hast dich für den Frieden entschieden. Und das ist auch, dass du es damit auch, dieses Pflänzchen auch ein bisschen begießt. Ja, es hat irgendwie losgelassen. Ich glaube nicht absichtlich. Ja, wunderbar. Ja, der eigentliche Prozess passiert ja eh nicht als Traumfigur, sondern jenseits des Traums. Und du Wünsche mir merkst. halt, dass es immer stärker ist, dass es immer attraktiver ist, weil das ja irgendwie auch dann auch so ein Miteinander, so eine Liebe überall, also ja, so eine, weiß ich, kann ich nicht richtig beschreiben, das ist einfach schöner. Ja, auf jeden Fall. Und das ist eben auch so, durch dein Ja des Herzens, okay, das wähle ich und nicht, dass ich will mich aufregen, wirst du auch. Also entwickelt sich auch mehr Bereitschaft dafür. Also auch wenn es jetzt weniger stark ist, wirst du dann auch demnächst in der Lage sein, das trotzdem zu wählen und nicht dieses Aufregen. Ja, es scheint wirklich also kurz so eine Wahl zu sein. Also das kommt mir auch so vor. Ja, sicher. Dann auch so, ja, das ist, weil es einfach schöner ist. Genau, sehr schön. Aber ich weiß nicht, wie lange das hält. Das weiß Weiß man nicht. man Genau, ja. Na gut. Danke dir. Ja, ich danke dir sehr, dass du das jetzt erzählt hast. Das ist das so schön für alle, die zuhören auch. Wunderschön. Ah, du hast kopiert. Danke. Martin schreibt, leicht ist die Leichtigkeit immer wieder. Herzchen, Herzchen. Wie bleibt's? Wie bleibt's so länger? 1 bis 2 Monate. Ja, die leichte Leichtigkeit ist immer da. Weil das ja die Wirklichkeit ist so. Und es wird aber natürlich nicht immer gespürt. Also es gibt so Phasen, quasi wie ein Geschenk, wo man den Frieden sehr deutlich spüren kann, wie Yvonne oder auch diese leichteste Leichtigkeit. Denn irgendwann geht es wieder weg, weil es dann Zeit ist, weiterzulernen. Dann ist es dann, wenn sich es jetzt ändert, es kommt wieder eine Schwere rein, ist es vielleicht ganz hilfreich zu fragen. Also ich frage dann immer die innere Stimme, okay, was ist jetzt hier das Thema oder was hat die Schwere jetzt zu bedeuten? Oder es kommt einfach ein Thema, was Schwere erzeugt. Kann im Inneren sein, kann was hochkommen oder auch vom Außen. Und dann weiterfragen, was gibt es hier zu lernen?
entkommen Antworten von dieser inneren Stimme, die sich, können sich auf den Traum beziehen, aber immer dabei ist auch die Wirklichkeit, sodass irgendwie Frieden immer dabei ist und was auch immer dabei ist, ist ein Lernschritt. Also wir lernen immer mehr, dass der Traum Illusion ist und dass die Wirklichkeit wirklich ist. Und da gibt es ganz viele Aspekte, da gibt es ganz viele Schleier, die unser klares Sehen verhindern. Diese Schleier kommen dann nach und nach hoch. Da gibt es immer wieder Themen. Also das Beste ist dann, wenn die leichteste Leichtigkeit oder der Frieden plötzlich nicht mehr da sind, zu sagen, okay, das ist jetzt auch in Gottes Heilsplan so gewollt, das wird jetzt so gebraucht und ich darf jetzt hier weiterlernen. Der Entwicklungsprozess geht immer noch weiter. Was gibt es jetzt zu lernen? Also sich diesem weiteren Lernprozess einfach hinzugeben und damit zu gehen. So dass man auch erkennt, ja, es ist auch ganz okay, dass es so läuft. Und dann immer, wenn du dann wieder einen Schritt gemacht hast und wieder ein Thema aufgelöst hast, dann merkst du, ja, das war jetzt richtig gut. Jetzt ist der Frieden noch friedlicher oder die Leichtigkeit noch besser. Schöne Frage, danke. Lese ich nochmal weiter. Was sagt der Kurs in Wundern zum Frieden Gottes? Ja, kann ich mal gucken, was mir spontan einfällt. Also was meistens bei mir kommt, ist erstens, wenn du Frieden willst, dann musst du Frieden wollen und nichts anderes. Das heißt, wenn du Frieden willst, musst du zum Beispiel darauf verzichten, dich zu ärgern, wie eben Yvonne das beschrieben hat. Sie hatte die Wahl, sich aufzuregen oder dem Frieden treu zu bleiben. Das heißt, wenn du Frieden willst, musst du Frieden wollen und nichts anderes. Darfst du nicht diesem nachgeben, was vom Ego kommt. Also Ärger, Wut, was da auch immer, alles, was irgendwie Trennung ist, alles, was Unfrieden ist, ist wichtig, darauf zu verzichten. Das nicht anzufassen, das kommt hoch und lass es einfach vorbeiziehen. Bleib einfach im Frieden. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, da geht es jetzt richtig ins Eingemachte. Der Frieden kann nur von Gott kommen. Also der wirkliche Frieden. Frieden Gottes kann nur von Gott kommen. Das heißt, du kannst ihn in der Welt nicht finden. In der Welt kannst du ihn immer wieder mal finden, wenn du nämlich nach Gottes Heilsplan lebst, wenn du auf die innere Stimme hörst, dann kommt immer wieder mal Frieden, weil geht auch immer wieder. Aber wenn du wirklich den Frieden Gottes dauerhaft willst, dann musst dir klar sein, der kann nur von Gott kommen. Das heißt, du kannst nur diesen Frieden kontinuierlich, ich sage jetzt mal, erleben, wenn du dich mit Gott verbindest. Weil da kommt er her. Das ist so wie, Gott ist ja die Quelle und der hat so durch Ausdehnung und Meer erzeugt und da kam der Trennungsgedanke, da sind viele Flüsse entstanden und jetzt ein Fluss, ja, ist dann ein fragmentiertes Teil der ganzen Ausdehnung oder des ganzen Sohnes Gottes, sagt der Kurs in Wundern. Ein fragmentiertes Teil. Und das glaubt, von Gott getrennt zu sein und träumt diesen Traum der Trennung her. Und durch diesen Glauben, von Gott getrennt zu sein, ist kein richtiger Zugang zur Quelle, kann man sagen, zum Frieden Gottes. Der ist zwar da, aber der ist verschleiert. Das ist aber für uns in der Praxis wie versperrt. Kommt nur ein kleines Rinnsal durch. Ab und zu zeigt sich Frieden und manch oft auch nicht. Und wenn wir quasi wieder das wollen,
also intendieren oder ja dazu sagen, was von der Quelle kommt. Und das ist der Frieden Gottes und die Liebe Gottes und die Freude Gottes, totale Freude, wirklich unglaubliche Freude die ganze Zeit. Wenn wir das wollen, was von der Quelle kommt, ist es gut, zuzugeben, dass wir ja eins mit der Quelle sind, dass wir nicht getrennt sind, dass dieser Traum der Trennung hier eine Illusion ist und Einssein immer ist. Und dadurch werden die Schleier dünner, beziehungsweise diese Öffnung wird wieder größer. So, wenn du den Frieden Gottes willst, erstens musst du Frieden wollen und nichts anderes. Zweitens, verbinde dich mit der Quelle des Friedens, also mit Gott, oder du kannst ja auch mit Jesus verbinden. Oder auch eben immer, wenn du auf die innere Stimme hörst, das ist ja die Stimme, die für Gott spricht, oder der Kurs nennt das der Heilige Geist. Das ist immer da mehrere Möglichkeiten, sich mit Gott zu verbinden. Wenn du auf die innere Stimme hörst, verbindest du dich auch mit Gott. Wenn du dich mit Jesus verbindest, verbindest du dich auch mit Gott oder kannst auch direkt mit Gott verbinden. So bekommst du den Frieden, weil der kann auch nur von Gott kommen. In der Welt ist immer die Dualität. Frieden kommt, Frieden geht. Also Liebe, Hass, dieses Spiel ist immer in der Welt unauflöslich, weil es die gefallene Welt. Und die Welt wird sich auch nie ändern. Es wird nie eine neue Welt geben, was viele ja glauben. Nein, was passiert ist, dieser Traum wird enden. Da gibt es gar keine Welt mehr, weil die Welt wird dann nicht mehr gebraucht. Wozu braucht man die Dualität, wenn man die ganze Zeit im Himmelreich sich befindet oder der Himmel selber ist? Ich hoffe, es war verständlich. Und Frieden wollen und nichts anderes. Und da als auch auf Recht haben wollen, übrigens muss man verzichten, weil Recht haben wollen ist nicht Frieden. Ich weiß Bescheid, nee, vergiss es. Gott weiß Bescheid. Ich kann mich dafür öffnen. Was soll ich tun? Was soll ich sagen? Wo soll ich hingehen? Weil ich nichts weiß. Besser ist zu sagen, ich weiß gar nichts. Lass mich führen von Gott. Ich weiß Bescheid, ist schon Unfrieden. Weil dann gibt es welche, die nicht Bescheid wissen. Und das ist dann Trennung oder das ist Unfrieden? Nö, ich weiß nicht Bescheid. Wozu? Muss ich auch gar nicht. Gott weiß ja Bescheid. Okay, nochmal jemand Neues. Klangmuse, ach, schönes Wort. Warte mal rüber. Ist irgendwann für einen Suchenden notwendig, mit einem Erwachten persönlich Kontakt zu haben, um seine Energie zum Erwachen zu nutzen, weil der Nicht-Erwachte energetisch es alleine nicht schafft? Oh, das ist eine gute Frage, ja. Die Antwort ist aber nicht eindeutig, weil was ich sage, gilt nicht für jeden Menschen. Vielleicht gilt es für viele, aber es gibt immer auch Menschen, wo das nicht gilt, weil wir so verschieden sind. Also nicht für jeden ist es nötig, wirklich auch, sagen wir mal, Präsenzkontakt mit einem Erwachten zu haben. Gibt vermutlich ein paar, wo es nicht nötig ist. Bei mir war es nötig. Erstens, weil es so geschehen ist. Es ist so gekommen. Es wurde so geführt. Und es war auch, ich habe auch diesen Ruf gehört, diesen Herzensruf. Ich habe ja vor im Jahr 2000 ungefähr, also vorher habe ich von Erwachten noch nie was gehört, von Satsang noch nie was gehört. War zwar schon mit dem Kurs in Wundern schon lange auf dem Weg, aber dass es so eine Erwachtensszene gibt, wusste ich gar nicht. Aber dann fiel mir im Jahr 2000 das Buch von der Pia in die Hände, Reise ins Nichts. Und da war sofort klar, da geht's jetzt lang. Und dann habe ich bei vielen Satsangs bei Pia teilgenommen, auch bei Retreats und so. Es war nicht so, dass ich das musste. Es war so, der Ruf war eben auch da. Das war die reinste Freude, das zu machen. Später
hat sich dann ein bisschen geändert. Irgendwann war es nicht mehr so nötig. Ich bin dann irgendwann auch nicht mehr zu PR gefahren, bin dann mal dahin, mal dahin, mal dahin, zu vielen verschiedenen Lehrern, wo so sich's gerade angeboten hat. Und der Impuls von innen kam, ja, fahr da mal hin, es macht doch Spaß, guck dir den mal an, guck dir den mal an, kann man immer was lernen. Und dann war irgendwann so die Pausen, wo ich nicht hin zu jemand hingefahren bin, die wurden dann länger. Weil ich dann natürlich mit der Zeit auch immer mehr in der Lage war, die Antworten selber zu empfangen vom Heiligen Geist, von der inneren Stimme. Das hatte ich ja 10 Jahre schon geübt im Kurs in Wundern. Und es wurde dann immer besser auch. Und dann war es manchmal so, dass wenn ein Thema da war oder eine Frage da war, kam keine Antwort. Und dann kam aber eher der Impuls, mal zum Satsang zu fahren. Also das war dann so die Zeit, wo ich dann ab und zu Samapan gefahren bin. Also immer, wenn der gerade in Frankfurt war, das ist von uns nicht so weit weg, 1 Stunde Fahrzeit. Und das hat sich oft auch so gedeckt, dass dann gerade da eine Frage nicht beantwortet wurde. Das hieß quasi, ja, jetzt fahren wir wohin und lassen da mal eine Antwort geben. Weil es auch wichtig ist, uns immer wieder mit anderen zu verbinden. Es geht ja darum, den Trennungsgraben aufzuheben. Und das ist ja die Verbindung, auch miteinander. Also fahr ruhig auch mal woanders hin, hol dir Hilfe. Bis heute mache ich das so, wenn ich Hilfe brauche, hole ich mir die auch, egal. Also zurzeit gehe ich zum Beispiel zu einer Heilerin, weil ich hier körperliche Hilfe brauche. Ich versuche nicht alles alleine hinzukriegen. Alleine spiegelt eher den Trennungsgedanken. Ja, nochmal kurz den Faden aufnehmen. Und wenn ich da eine Frage hatte und der Samapan in der Nähe war, was sich meistens auch gerade so gedeckt hat, bin ich dann zum Samapan gefahren und bin dann nach vorne gegangen, habe meine Frage gestellt. Und habe dann vom Samapan eine Antwort bekommen. Also da kann man sagen, da war es notwendig. Weil der Heilige Geist wollte mir die Frage nicht beantworten. Er wollte, dass ich zu jemand hinfahre. Mich mit jemand verbinde. Und das war alles total cool, ja. Das hat alles immer voll Spaß gemacht. Das war so geführt zu leben, das ist einfach richtig gut. Und da ist es auch gut, zu einem Erwachten zum Satsang zu gehen, in der Präsenz eines Erwachten zu sein. Und falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt, ich gebe ja jedes Vierteljahr ein Retreat in Wetzlar, immer 4 Tage mit 6 Satsangs à 2 Stunden. Könnt ihr auf meiner Webseite gucken, quellderfreude.de. Und dann gibt es auch noch über Jetzefahr in Schlegelberg, gibt es Satsangs. Gibt da noch ein Wochenende in Hamburg. Mal gucken, was sich da noch alles entwickelt. Also Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu gehen, sind da. Und auch über Zoom, so wie jetzt. Aber wie die Bilder hier direkt dabei sind, das ist dann immer sonntags. Da müsst ihr mich dann anschreiben. Falls ihr entweder den Ruf hört, Lust darauf verspürt oder merkt, ja, es ist jetzt mal nötig. Es kann also nötig sein, weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung. Und wenn es nötig ist, ist es eigentlich das, was Gott uns als Liebe zur Verfügung stellt. Da ist jetzt einer, fahr da mal hin. Und das ganze Zusammenspiel ist Liebe in Aktion. Das ist alles Gottes Heilsplan. Also auch das, was nötig ist, was sein muss. Ist immer Liebe. Ist immer von Gott geplant. Ist wunderbar. Und das Schöne ist einfach dankbar anzunehmen, zu sagen, ja, okay, ich gebe mich hin. Bin ich dabei? Mache ich mit. Gibt natürlich noch viele andere Lehrer, wisst ihr ja, müsst ihr halt gucken, wo ihr den Ruf hört.
Wo ihr Mann den Hof hört. Ich sage jedenfalls herzlich willkommen. Hey, noch eine Frage. Schön. Narasimha. Wer ist derjenige, der entscheiden kann, für oder Gott zu handeln? Wer ist derjenige, der von Gott getrennt ist? Ja, gut, das sind zwei Fragen, die ein bisschen ähnlich sind, sind trotzdem zwei verschiedene Fragen. Deswegen gibt es auch zwei Antworten, die dann vielleicht ein bisschen ähnlich sind, aber es ist wichtig, ist manchmal wichtig, sehr genau auch zu sein. Also wer ist derjenige, der entscheiden kann, für oder Gott zu handeln? Ja, das kannst nur du. Dann ist die Frage, wer bist du denn? Ja, du bist natürlich das, was du wirklich bist, weil dieses persönliche Ich, das Traum-Ich, ist nur eine wilde Illusion. Das bist du nicht. Du kannst dich entscheiden, auf dieses Traum-Ich, also Ego-Ich, zu hören. Aber wer entscheidet sich denn, auf das Ego zu hören oder auf die innere Stimme zu hören? Na, du natürlich. Das, was du wirklich bist. Der Träumer, der sich quasi in die Traumfigur hineinträumt, durch den Glauben, ich bin die Traumfigur. In dieser Situation hat er die Möglichkeit, auf die innere Stimme zu hören, die ihn aufweckt und immer wieder den richtigen Weg weist, oder auf das eigene Ego zu hören. Der, der sich da hineinträumt quasi, obwohl er natürlich nie wirklich da drin ist, aber durch den Glauben ist es so. Oder erscheint es so. Da kannst du dann, also, es ist wie wenn du nachts im Bett liegst, ja. Du träumst da, die Traumfigur zu sein. Du denkst, du bist die, der da wegläuft vor irgendjemand. Wer ist es denn, der das denkt, der den Traum träumt? Und dann kommt jemand und flüstert dir ins Ohr, hier, es ist nur ein Traum, beruhig dich. Träumst es nur. Dann hörst du diese Stimme vielleicht, kriegst mit, das ist ja hier nur ein Traum, stimmt, ich beruhige mich. Das war jetzt mal eine Analogie hier in dieses menschliche Leben. Du kannst nur du sein. Es gibt nur das Selbst. Das Ich, das persönliche Ich kannst du nur sein. Nie sein. Aber normalerweise ist es so, wir bilden uns das ein, dass wir das sind. Und das ist eben natürlich leidvoll. Sobald du glaubst, die Person zu sein, bist du in der Leiterfahrung. Das ist ganz klar, weil du bist plötzlich nicht mehr unverletzbar. Das Selbst ist ja immer unverletzbar und unvergänglich. Sobald du glaubst, die Person zu sein oder das persönliche Ich zu sein, bist du ja auch vergänglich. Sofort ist Leiden da, Angst. Aber es gibt nur dich. Nur du kannst dich entscheiden, du das, was du wirklich bist. Du triffst die Entscheidung für die innere Stimme oder für das persönliche Ich, was da mit dem Ego verbandelt ist. Wer ist derjenige, der von Gott getrennt ist? Ja, das ist eine andere Frage. Und da ist es so, niemand ist von Gott getrennt. Es ist unmöglich, sich von Gott zu trennen. Es ist so unmöglich wie der Fluss, der von der Quelle gespeist wird. Er kann sich nicht von der Quelle trennen, wenn das der Fall wäre. Tschak, angenommen, irgendetwas würde da eine Trennung machen, würde der Fluss sofort leer laufen, wäre nicht mehr da. So ist es. Niemand kann von Gott getrennt sein. Das ist unmöglich. Niemand. Nichts. Gar nichts. Gar nichts, was Leben hat, kann von Gott getrennt sein, weil Gott ist das Leben selbst. Das ist, was wir sind. Aber die Idee, von Gott zu trennen, getrennt zu sein, die ist ja einmal kurz da gewesen und nicht zurückgewiesen worden von dieser Ausdehnung Gottes, von diesem heiligen Sohn Gottes. Nicht sofort. Und da ist Einschlafen passiert. Und da gibt es den Glauben, von Gott getrennt zu sein. Und deswegen
Träumen wir diesen Traum der Trennung, der spiegelt diesen Trennungsgedanken und diesen Glauben, von Gott getrennt zu sein. Und hier sind alle voneinander getrennt. Selbst in der intimsten Zweisamkeit sind es trotzdem immer noch zwei. Jeder empfindet nur sich selbst. Das ist eben der Traum der Trennung. Und jeder als Gefühl, von Gott getrennt zu sein. Aber das ist ja nur eine Illusion. In Wirklichkeit ist niemand getrennt. Unmöglich. Also du bist derjenige, der sich von Gott getrennt fühlt, aber niemals getrennt ist. Du bist derjenige, der auf die innere Stimme hört oder auf das Ego. Und du bist derjenige, der wählt, den Frieden oder den Impuls, sich aufzuregen, zum Beispiel. Du bist das. Das, was du bist, die Wirklichkeit. Was aber eingeschlafen ist und träumt, hier zu sein. Es gibt also dieses Ich in der Welt, das ist eine Illusion, das gibt es eigentlich nicht wirklich, das erscheint hier nur. Du kannst es nicht sein, kannst nur glauben, dass du es bist. Der Träumer kann niemals im Traum sein. Shiva, was ich zu dem Aufregen noch kurz sagen wollte. Also Hey. ich finde, dass das Aufregen ist ja nicht das Schlimme, wenn ich mich jetzt aufrege und ärgere und wütend bin. Das ist ja nicht Ja. das Schlimme. Aber das war irgendwie so was Egomäßiges. Ich will da was anders haben. Ja, ist es immer. Ist es immer. Ja, vielleicht gibt es aber auch Wut, die nicht ego-behaftet ist. Nee. Nee? Nee, unmöglich. Weiß ich nicht. Nein, gibt's nicht. Ist unmöglich. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt auf der Straße irgendwie sehen würde, dass jemand, was weiß ich, seinen Hund irgendwie schlecht behandelt und ich bin dann wütend, dann ist das doch nicht vom Ich, oder? Das ist auch vom Ego. Weil das Ego ist dann der Ansicht, müsste anders sein. Das ist nicht richtig, was hier passiert. Ja, aber das würde ja also auch einschließen. Wenn ich das jetzt anders haben möchte, dann ist das ja auch Einheit. Also ich meine, Nee, das war jetzt ein bisschen zu verquer gedacht oder zu ja. sehr um die Ecke gedacht. Wenn dann, vor allen Dingen dieses Wenn dann, ist immer so eine Sache. Ja, ich habe neulich gesagt, wenn das Wörtchen wenn ich mehr wäre, dann wäre mein Vater Millionär. Ist aber nicht gewesen, leider. Es ist so, dass die Wirklichkeit, die ist immer in Frieden und regt sich niemals auf über das, was in der Illusion geschieht, Ja, das stimmt auch was ja wieder. nicht wirklich ist. Über eine Illusion sich aufzuregen, den eigenen Frieden aufzugeben, den eigenen immerwährenden, tiefen, wunderschönen Frieden aufzugeben und sich über Illusionen aufzuregen. Das macht keinen Sinn, das macht das selbst nicht. Ja, Da aber wir können ja nicht die bleibt ganze immer. Zeit so im Hintergrund sein, nur so, ja, weiß nicht, mir ist alles Frieden, oder? Doch, wenn der Frieden da ist und so eine Situation ist da, und dann kann es trotzdem sein, dass dein Job ist, hinzugehen und zu sagen, na hören Sie mal, das finde ich jetzt nicht gut. Nur als Beispiel. Nur der Ton, erstens der Ton kommt aus dem Frieden und nicht aus dem, du bist falsch, du machst es falsch. Und auch die Aussage übrigens, das finde ich jetzt nicht gut, ist ja eine andere Aussage. Sie machen hier was Beschissenes. Also es ist ja kein Angriff. Du teilst mit, ich finde das nicht gut. Wer ist jetzt ein Beispiel? Du teilst nicht mit, du bist falsch. Nee, das natürlich nicht, Das ist ein weil Unterschied. Also auch eine Handlung im Traum kann auch durch den Frieden ausgelöst werden, aber dann eben irgendwie auf friedliche Art. Und das kann auch trotzdem sehr bestimmt sein und sehr klar sein. Aber trotzdem ist da Frieden drin. und überhaupt keine Wut.
Gab es nicht auch so richtig wütende Meister Ja, irgendwie? das Wut, wenn da Wut ist und du agierst die Wut aus quasi durch deine Reaktion, dann ist die nicht friedlich. Wut hat keine friedliche Auswirkung. Dann kommt das nicht von dem Frieden, der du bist, sondern dann kommt es eben vom Ego. Und da ist die Trennung drin. Und das zeigt sich dann auch in dem, wie du mit jemandem sprichst oder handelst. Das ist so. Mir fällt da schon ein Meister ein, der auch ganz schön wütend war zwischendurch. Ich weiß nicht, ob das aus dem Ego gekommen ist. Egal, ist jetzt ja auch nicht so wichtig, aber ich guck mal nach wegen der Wut. Danke. Ja, das mit den Meistern, das ist so eine Sache. Da ist ja sogar mein Guru Babaji des Öfteren wütend gewesen. Aber das kommt aus, oder es hat so ausgesehen, als wäre er wütend, sagen wir mal so. Da hat er ja rumgeschrien, hat sogar Leute auch geschlagen. Aber ich habe das ja alles nur gelesen, ich war ja nicht da. Was ich auch gelesen habe, was auch immer er getan hat, sogar wenn er geschlagen hat, es hat nie verletzt und immer geheilt. Es war immer eine Hilfe, obwohl es ausgesehen hat, der ist jetzt aber wütend. Es kam immer aus der Liebe. Aber das kann nur ein wirklicher Meister. Solange wir da noch nicht sind, Sollten wir keine anderen Menschen schlagen? sollten wir lieber den Frieden wählen und wenn Handeln dran ist, dann aus dem Frieden handeln. Ja, verstehe ich schon. Kommt dann der Impuls auch aus der Liebe? Ich wollte nur Kommt sagen, der dass es denn? nicht unbedingt schlecht ist, weil manchmal ist es auch so, dass der Eindruck entsteht, Frauen sollten nicht wütend sein. Oder gerade Frauen sollten nicht wütend sein. Und Ja, das ist das ist natürlich auch nicht der richtig. Macho-Gehabe. Zwischen Männern und Frauen zu unterscheiden, das ist Macho-Gehabe, da halte ich jetzt auch nichts von. Ja, Wenn schon Mann. wütend sein, dann sollen das auch die Frauen. Manchmal sogar gut, wenn Frauen auch, sich das nie erlaubt haben, ja, Ja. so unterdrückt wurden, weil sie das immer gehört haben. Auf dem Weg zum Erwachen kommt bestimmt mal eine Phase, wo es mal wichtig ist, mal wütend zu sein. Und zu erkennen, ich darf das auch. Mir steht das auch zu. Das ist aber eine Phase auf dem Entwicklungsweg. Weil Ja. wir sprechen ja hier über eine Phase. Was wir hier sprechen, ist ja relativ, geht es ja ums Erwachen. Also es ist die Phase dicht am Erwachen dran. Es ist dann anders. Aber es gibt natürlich Entwicklungsphasen, wo das erstmal wichtig ist, sich zu getrauen, mal wütend zu sein. Natürlich. Klar, würde ich auch nie verurteilen. Ich verurteile sowieso nichts. Das, klar, ist das auch dann völlig okay. Also für das, was hier zuschaut, für die Wirklichkeit, ist sowieso alles, was im Traum geschieht, okay. Auch wenn du dann hingehen würdest und würdest aus der Wut heraus dem alle knallen. Für dich selbst ist es okay. Dann ist eben das jetzt, was geschieht. Das wird nicht beurteilt. Es ist alles liebevoll, wird alles liebevoll beurteilt, weil das, was du bist, das wird als rein und heilig und als Liebe gesehen. Und der andere übrigens auch. Und dann ist es so, wenn das passieren würde, dann ist es auch so, dass dem anderen das auch dient. Dass der quasi in den Lernprozess kommt durch diese Ohrfeige jetzt. Also alles, was im Traum geschieht, ist immer ein Ausdruck von Liebe, weil es dient immer dem Erwachen. Also auch sogar dieses Wütendsein aus dem Ego. Das ist so, der Heilige Geist kann das alles nutzen. Und das wird alles zum Erwachen genutzt. Nur wenn man schon relativ dicht am Erwachen dran ist, wenn wir hier drüber sprechen, den Schritt in die Wirklichkeit, da kann ich dir nur sagen, nee, verzichte auf das Wütendsein, will den Frieden der Wirklichkeit, weil da willst du ja hin. Du willst ja, hast du ja selbst gesagt, du hättest gern immer diesen Frieden, dass der immer so stark da ist. Das ist ja genau der Weg, das ist ja das Ziel. Das Ziel ist ja immer, dass dieser starke Frieden, der so wunderbar ist, immer da ist. Und es ist so, der Weg ist das Ziel. Das heißt, der Weg muss so sein wie das Ziel, was du willst. Wenn du das Ziel vollkommen Frieden erreichen willst, musst du auf dem Weg Frieden dahin sein. vollkommen friedlich sein. Oder Frieden sein, ist gleich Frieden sein. Also das Sein. Ja, zumindest, ja, auch das
Der Ausdruck im Traum, ja. Ausdruck im Traum, wie auch immer du reagierst, muss aus dem Frieden kommen. Du musst immer den Frieden wählen. Und das setzt sich dann um. Also der Weg muss immer so sein wie das Ziel. Man kann nicht unfriedlich, das geht nicht. Nee, verstehe Nicht ich. unfriedlich den Frieden erreichen, den du dir so sehr ersehnst. Also möglichst verstehe, dass es nicht wirklich Sinn macht, nach dem Ego zu greifen, sich da einzulassen, sondern zu sagen, Ja. nee, ich treffe lieber eine bessere Wahl. Ich wähle hier das Herz, den Frieden, die Liebe. Ist besser, weil ich will ja diesen Frieden immer haben. Deswegen gehe ich auch den Weg dahin. So. Aber Ja. schön, dass du nochmal gefragt hast. Ist immer gut für alle. Ja, aber es war gerade so das Thema, Frauen nicht dürfen nicht wütend sein, Naja, ne? klar, dürfen die auch wütend sein, klar. Ja. Wenn das dran ist, in diesem Traumabschnitt dürfen die das genauso. Sogar gut. Jeanette Nicole, steht der nicht im Weg, der sich verbinden will? Naja, der kann sich ja nicht selbst im Weg stehen. Es gibt ja nur einen. Es gibt nur ein Ich, das Selbst. Das andere ist ja gar nicht wirklich. Und du entscheidest, willst du dich verbinden oder willst du dich trennen? Also hörst du auf das Ego oder auf die innere Stimme zum Beispiel? Willst du die Trennung oder willst du die Illusion? Du entscheidest das, was du bist. Du stehst dir selbst im Weg, wenn du das Ego willst. Ja, das stimmt. Deswegen sage ich ja immer, jeder ist schon für sich selbst verantwortlich, auch auf dem Weg. Aber damit meine ich das Selbst. Denn du hast die Wahl. Willst du dich zu verbinden oder nicht zu verbinden? Willst du die Trennung oder das Einssein? Du, das, was du bist, gibt kein zweites Ich. Das Ego-Ich, das bist du nicht. Es kommt dir nur so vor, wenn du auf dieses Ego-Ich hörst. Dann verbindest du dich mit dem Ego, aber du bist es trotzdem nicht. Bist es niemals. Ist immer die Wirklichkeit, die hier am Erwachen ist. Und dieser Prozess geht mehr oder weniger flott. Ich würde sagen, je öfters du Verbindung und eins sein willst, desto flotter geht's. Okay, wer fragt denn da noch? Dorota. Ah, schön. Wie hängt das, wovon du sprichst, mit traumatischen Gewalterfahrungen in der Kindheit zusammen? Ja, da gibt es natürlich auch, es gibt immer zwei Ebenen, auf der ich antworten kann. Die Satsang-Ebene, wo es ja ums Erwachen geht, ist so, dass die Wirklichkeit, die du bist, und die immer auch da war, du bist ja immer da, die auch während der traumatischen Gewalterfahrung in der Nähe war und zugeschaut hat, die ist immer von allem unberührt. Das heißt, das, was du wirklich bist, dir ist nie etwas geschehen. Das ist übrigens die Vergebung des Kurses in Wundern. Es ist nicht geschehen. Und dann den Schritt in die Wirklichkeit und überprüfen, ob das stimmt. Das, was du wirklich bist, ist dir jemals etwas geschehen? Also bei mir ist die Erinnerung ganz klar in der Kindheit, war immer etwas in der Nähe. Da gab es zwar auch die Identifikation mit der Traumfigur und dieses Ich, persönliche Ich-Gefühl, aber ich habe immer gespürt, da ist etwas in der Nähe. Und ich wusste immer, das bin ich wirklich. Und das war immer von allem unberührt. Das hat nie gelitten, nie Strafe bekommen und sich nie aufgeregt, gar nicht. Es hat immer nur zugeschaut, war immer in Frieden. Das Selbst schaut ja nur zu. Und beurteilt auch gar nichts. Das ist aber jetzt, sagen wir mal, eine ziemlich hohe, ziemlich dicht dran am Erwachen. Das ist eine Satsang-Antwort. Die dient dem Erwachen, die dient dem Erkennen, was du wirklich bist.
Und im Traum ist es so, wenn so etwas geschieht. Wieso geschieht so etwas überhaupt? So ganz genau wissen kann man es nicht. Es dient, erstens ist es so, dass Karma gibt, also Karma wird ausgespielt. Und von daher ist es nötig, damit sich Karma löst. Aber das zu erklären kann auch niemand so ganz genau. Also im Traum geschieht ja auch ein Weg des Erwachens. Und dann ist es auch so, ja, es ist von Gott so sanft geplant, dass so etwas geschieht und dadurch dieser Mensch oder dieses Selbst, was glaubt, dieser Mensch zu sein, auf den Weg kommt, auf die Suche kommt, wo finde ich Heilung? Und dieses Suche und das alles, was da unternommen wird, also von Therapie bis Traumatherapie bis Satsang, Meditation, alles, das dient alles dem Erwachen. Und das ist dann vielleicht ein Grund, warum dies geschehen ist. Also außer diesem Karma-Aspekt. Es ist so, dass alles, was geschieht, für das Erwachen gebraucht wird und dem dient. Aber nicht das Geschehene selber, sondern das, was daraus folgt. Nämlich die Therapie, die Selbstklärung, die Selbstheilung und so weiter. Der ganze spirituelle Aufwachprozess wurde ja im Grunde dadurch auch ausgelöst. So kann man es auch sehen. Es ist jetzt mehr noch eine weltliche Antwort, die aber auch natürlich stimmt. Ich hoffe, du kannst es so ein bisschen verstehen. Manchmal sagen die Schüler, ja, der Verstand kann das nicht verstehen, aber das Herz versteht. Also irgendwas versteht das, was ich sage. Hallo Kirstin. Nice to see you. Ich lese mal weiter. Geht's noch weiter? Ach, da geht's noch weiter mit dieser Frage. Dem Körper der Seele ist was geschehen und hat Spuren in der Psyche hinterlassen. Ja, das stimmt. Das ist natürlich klar. Und dafür ist hier natürlich auch dann großes Mitgefühl da. Und das alles gehört aber dann auch zum Entwicklungsprozess dazu. Die Seele kann heilen durch Therapie, durch Traumatherapie. Der Körper kann eventuell nicht ganz heilen oder vielleicht sogar auch die Seele nicht ganz. Vielleicht bleiben da auch Narben zurück und vielleicht bleiben auch im Körper Narben zurück, je nachdem, was da geschehen ist. Oder kleine Behinderungen, kleine oder größere körperliche Behinderungen. Nur das sind Dinge, die uns nicht abhalten können zu erwachen. Deswegen nicht, weil wir ja nicht der Körper sind. Kann natürlich sein, dass das auf das nächste Leben verschoben wird. Der Körper so stark, was weiß ich, wenn ein Gehirnschaden entstanden ist durch ziemlich starke Schläge auf den Kopf, das fällt mir jetzt nur gerade mal so ein, ja, kann es sein, dass der Erwachungsprozess in diesem Leben nur noch ganz, ganz langsam vonstatten geht. Aber dann geht es eben im nächsten Leben weiter. Aber dieses Langsame wird dann eben auch gebraucht. Okay. Wie kann doch etwas verstehen? Ja, das ist schon mal schön, freut mich. Danke, dass du es schreibst. Wie kann ich so ein Karma auflösen? Ja, das geht natürlich nur Stück für Stück. Wie es kommt, so wird es aufgelöst. Das passiert dann schon. Also da kannst du einfach dem Gang der Dinge vertrauen. Ich glaube, Karma auflösen
Ein paar Tipps gibt es vielleicht, ja. Zum ersten, vollkommene Akzeptanz. Also nicht, dass ich das gut finde, dass jetzt hier irgendwas auszuhalten ist, was sehr unangenehm ist, infolge von meinem Karma zum Beispiel. Das muss ich nicht gut finden, aber ich kann es ja akzeptieren. Es ist jetzt so. Es wird schon seinen Grund haben, dass es so ist. Ich akzeptiere es und damit gehe ich weiter. Wie geht es jetzt weiter unter diesen Bedingungen? Oder wie komme ich aus diesen Bedingungen raus? Das ist ja alles Lernprozess. Oder kann zum Beispiel auch sein, mal wütend zu werden auf dem Weg jetzt, ne? Gehört auch dazu, kann auch dazu gehören. Aber das erste ist immer Akzeptanz. Es ist jetzt so. Weil dann ist schon ein Stück weit Frieden da und dann kann man besser mit den Dingen umgehen, die da sind. Dann, da kann man mal bei den Buddhisten gucken, die kennen sich ja. Der buddhistische Weg oder die buddhistischen Wege, die kennen sich ja mit Karma sehr gut aus. Es gibt viele Möglichkeiten, dem auch entgegenzuwirken, diesem Karma. Man nennt das Verdienste ansammeln, durch Dienen. Da bin ich aber nicht so jetzt der Spezialist, da ist besser mal bei Buddhisten zu gucken, aber das weiß ich. Jede Handlung, jede positive Handlung, jede liebevolle Handlung, jedes Dienen am Mitmenschen, heilt auch Karma. Das ist quasi wie so ein Wiedergutmachen. Das löst Karma auf. Also natürlich, hier ist es auch so, mein Leben lang schon versuche ich als die Person hier, die Traumfigur, ein besserer Mensch zu sein. Allerdings ohne mich aufzuopfern, das macht keinen Sinn. Möglichst liebevoll zu sein, klar. Gute Taten, gute Gedanken lösen Karma auf. Sich verbinden. Einheit statt Trennung löst Karma auf. Gibt es ganz viele Möglichkeiten. Sich bedanken. Immer dankbar sein löst Karma auf. Dankbarkeit. Dankbarkeitsübungen sind wunderbar. Jeden Tag sich für alles Mögliche bedanken. Ist wunderbar. Immer ein bisschen Karma abgetragen. Okay. Mehr fällt mir jetzt nicht ein. Gibt es vielleicht noch mehr? Aber wie gesagt, bin ja nicht der Spezialist. Okay. Lüne Fritz. In meiner Erfahrung, das Kätzchen wieder, schön, geht Klarheit nicht ohne Verkörperung. Spüre ich mich den Boden nicht wirklich, ist alles wischiwaschi und mental. Und ist es nicht nur Trauma, das uns aus dem Körper treibt? Moment, den letzten Satz verstehe ich jetzt gerade nicht. Ist es nicht nur Trauma, das uns aus dem Körper treibt? Also fangen wir mal vorne an. In meiner Erfahrung geht Klarheit nicht ohne Verkörperung. Spüre ich mich, den Boden nicht wirklich, ist alles wischiwaschi und mental. Ja, wenn das für dich deine Erfahrung ist, ist es auch für dich so. Und es ist schon gut, geerdet zu sein und sich auch zu spüren. Allerdings, muss man es da auch nicht zur Meisterschaft bringen. Ist nicht nötig, alles bis ins letzte Essgefacht zu spüren oder zu fühlen, ist nicht nötig. Und in meiner Erfahrung war es so, ich war ganz, ganz lange überhaupt nicht geerdet. Und es ging trotzdem immer weiter mit der Entwicklung. Das kann man ja dann auch nicht machen. In meinem Geburtshoroskop ist kein bisschen Erde drin. Kann man ja nicht machen einfach. Jetzt ist es gerade neuerdings ein bisschen anders. Und das andere, ist es nicht Trauma, das uns aus dem Körper treibt, kann ich nicht so sagen, weil hier hat es nie so eine starke Traumatisierung gegeben und es hat mich auch nie was aus dem Körper getrieben. Und da ist es ein bisschen schwierig.
Ein Traumatherapeut bin ich auch nicht. Aber wenn es dich aus dem Körper treibt, dann komm bitte einfach wieder zurück, wenn es so einfach geht. Zumindest kannst du es intendieren. Komm, hier bin ich. Kannst du jeden Tag sagen, ich bin hier. Ja, wenn du dir das sagst, dann geschieht es auch so. Ich bin hier. Ich bin ganz im Körper. Gut, wenn jemand gerade diese Krankheit, und es ist eine Krankheit, unter Depersonalisierung leidet, ist es nochmal ein bisschen anders. Gibt es noch andere Methoden, aber das geht jetzt hier ein bisschen zu weit. Aber grundsätzlich ist es gut, die Klarheit zu haben, ja, ich bin hier. Ich bin nicht irgendwo da hinten, ich bin hier. Da sein. Dorota schreibt Danke. Sehr gerne, Dorota. So, schreibt nochmal Jeanette Nicole. Haben wir wirklich die Wahl? Oder spielt es sich einfach so ab, dass da jemand auf der Suche ist? Wenn es nur das eine gibt, wer soll suchen? Ich meinte, wie will sich eine Illusion verbinden, die gar nicht existiert? Verstärkt die Suche nicht die Trennung? Nee. Das habe ich ja eben gesagt. Natürlich kann sich eine Illusion nicht verbinden, die nicht existiert. Es geht nicht. Und übrigens, dieses persönliche Ich, das Ego-Ich, würde das auch gar nicht wollen. Das Ego will die Trennung. Das Ego will Besonderheit. Aber du, das, was du wirklich bist, das kann sich verbinden. Es hat die Wahl. Es hat immer die Wahl, auf das Ego zu hören oder auf die innere Stimme. Das hat übrigens auch die Wahl, mal zu sagen, ich weiß gar nichts. Jetzt höre ich mal auf die innere Stimme. Jetzt lasse ich mich mal führen und nicht von dem Verstand. Die Wahl hast du. Jeder hat die Wahl. Wenn es nur das eine gibt, wer soll suchen? Ja, wenn es nur das eine gibt, das habe ich ja eben auch schon mal gesagt. Ja, wenn das Wortchen, wenn nicht, wäre mein Vater Millionär. Wenn es nur das eine gibt. Es ist eben nicht so, dass es nur das eine gibt. Es ist so, dass es zwei gibt, die eins sind. Das ist nämlich Gott und seine Schöpfung, die wir sind übrigens. Das sind zwei, die eins sind, so wie Mutter und Kind. Nur Mutter und Kind wird irgendwann mal getrennt, aber es fühlt sich, wenn du Mutter bist, jede Mutter fühlt sich immer eins mit seinem Kind, fühlt sich immer verbunden. Da ist keine Trennung. Aber wir denken, dass wir getrennt sind von Gott, von der Quelle. Glauben das. Deswegen träumen wir diesen Traum der Trennung. Und das, was wir sind, das kann sagen, ja, ich verbinde mich wieder. Jetzt gehe ich wieder auf Gott zu. Ich will wieder eins sein, ich will zu Hause sein. Bleibt aber trotzdem so. Es ist, Gott und die Schöpfung ist natürlich eins, ja, weil Gott erschafft durch Ausdehnung. Und gleichzeitig sind es zwei, die eins, sind es zwei, die eins sind. Und nämlich genau dadurch ist ja die Liebe entstanden, die's ohne das gar nicht gäbe. Das reine Sein ist das eine, was kein zweites hat. Dieser Urgrund des Urgrunds, da gibt es keine Liebe. Wofür auch? Gibt ja nur das eine. Das ist ja die Schöpferidee und die Schöpfung, das ist ja eine Veredelung dieses Urgrunds. Habe ich schon vor 10 Jahren immer wieder in meinem Satsang gesagt, das sind die zwei Hälften der Wahrheit. Das Sein ist die Wahrheit. Das Sein ist dieser Urgrund des Urgrunds, das eine, was kein zweites hat, ist wie ein Acker, auf dem noch nichts wächst, aber alles Potenzial da ist. Das ist die Wahrheit. Aber es gibt noch die andere Hälfte der Wahrheit. Und die ist für uns interessant. Das ist nämlich der Schöpfer und seine Schöpfung. Das hat was mit uns zu tun. Da ist Einschlafen passiert und da geht's nach Hause.
und in das Sein zu erwachen, beziehungsweise zu fallen, kann man ja fast schon sagen. Das ist nicht die Erlösung. Sorry. Die Erlösung ist, das Nachhause kommt zu Gott, und da ist nämlich diese innere, total pulsierende, wunderschöne Freude. Frohlocken, Halleluja. Dankbarkeit, Liebe. Mit diesem Herzen spürbar. Das ist die Einladung, das anzunehmen. Ah ja, okay. Es gibt nicht nur das eine. Es gibt außer mir noch etwas Höheres, mit dem ich eins sein kann. Das ist Gott. Da verbinde ich mich mit. Die Möglichkeit ist immer da, übrigens auch für jeden, der ins Sein gefallen ist oder zum Sein erwacht ist. Jeder kann sich immer noch oder immer wieder Gott zuwenden. Gottes Herz steht allen offen, und zwar an allen Seiten immer. Aber wenn es nur das eine gibt, dann ist natürlich der Käse gegessen. Nur ist das eben nicht so. Die Wahrheit ist, dass es zwei gibt, die eins sind. Und einer davon träumt, getrennt zu sein von dem anderen. Deswegen passiert das alles hier. Aber schön, dass du fragst. Es freut mich. Wir können darüber sprechen. Danke. Ja, es ist kurz vor halb. Möchte von euch sichtbaren, lieben Menschen noch jemand gerne was sagen? Sich mitteilen? Oder noch was fragen? Kurz. Großes neues Jahr wollte ich wünschen. Sind, freut mich, vielen Dank. Allen anderen natürlich auch. Ja, Kessin. Ich habe heute auf meinem YouTube-Kanal das erste Video vom Retreat, was ich zwischen den Jahren hatte hier in Wetzlar, eingestellt. Da kommst du sogar auch kurz zur Erwähnung. Aha. Kannst du dir mal anschauen. Okay. Guck mal auf meinem YouTube-Kanal Shiva Satsang. Kannst du es anschauen? Es war nämlich sehr schön. Das letzte Mal bist du ja noch kurz vor Schluss dazugekommen, hast noch was gesagt. Ja, Das war nämlich sehr, sehr gut. wegen der Verbundenheit, ne? Nein, wegen dem Schoß. Ja, Schoßraumreinigung, Genau. ne? Ja. Das war nämlich sehr, sehr gut. Okay, sehr Kommt dann schön. noch mal kurz zur Sprache. Kannst du es mal anhören? Das freut mich, danke. Gerne. Schön, Dankeschön. Ich ja. wollte auch einfach, ich habe eben so ein bisschen zugehört und dann habe ich einfach, also ich wollte jetzt gar nichts groß erzählen oder so. Bei mir hat sich ganz viel getan im Moment, aber ja, ich wollte da gar nicht so, Ja, voll wollte da okay. gar nicht so hin. Ist voll okay. Sind ja auch jetzt eigentlich am Ende jetzt. Genau. Schön, dass nochmal was sage, und dir auch gesegnetes neues Jahr. Ja, Dankeschön. Sehr gerne. Schön. Okay, jetzt lese ich noch was sehr Erfreuliches. Jeanette Nicole, danke auch. Freut mich, danke. Karin Anna, ah, hallo. Danke dir, lieber Shiva. Schön, freut mich. Danke euch allen. Und dann grüß mal ab. Om Shanti, Yvonne. Swantje. Kerstin. Dorota.
Dann haben wir noch die Valka, Jeanette Nicole, Ryan Anna, Lara Simmer und alle Zuschauer. Shanti, Shanti, Shanti. Halleluja. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und vielen Dank auch ans JetzTV-Team natürlich und Devasetu für die Technik und so weiter. Und wir sehen uns dann in 3 Wochen hier wieder. Bis dann, alles Liebe. Danke, tschüss. Tschüss.